Seid gegrüßt, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu mittlerweile Forza Horizon 5. Wir schauen uns als Reaktion auf den LPN05 sein Video jetzt mal an, das er heute rausgebracht hat mit dem Titel Release-Datum und Location bekannt. Da bin ich wirklich gespannt, was er da für Insights hat. Vielleicht das ein oder andere auch dabei, was wir hier noch nicht kennen. Auf jeden Fall, Forza Horizon 5 ist ja schon aktuell in aller Munde. Ich denke mal, auf der virtuellen E3 werden wir spätestens in ein paar Wochen konkrete Infos zum nächsten Spieletitel bekommen. Aber bis dahin, ja, gibt's nur Gerüchte. Wir schauen mal, was der Lukas da so gefunden hat. So, wieder hallo Leute, willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Video hier zu Forza Horizon. Bitte ignorieren Sie dieses Chaos hier drin. Ich bin noch im Setup-Aufbau, dies, das, ihr wisst Bescheid. Zu einem neuen Video. Wie lange baut der Lukas sein Setup schon auf? Ich glaube, ich habe das schon vor einem halben oder dreiviertel Jahr gesehen, dass da hinten das so rumgestanden hat. Lieber Lukas, ein Greenscreen ist sehr empfehlenswert, falls man da nicht weiterkommt mit dem Aufbau. Sofort zu weisen. Ja, heute mal so ein kleines Info- und Leak-Video. Ja, wer nicht weiß, es gibt ja mittlerweile ein paar neue Leaks und Gerüchte über Forza Horizon 5, über ein mögliches Release-Datum und auch über eine mögliche Warum hat er da Schuhe rechts oben stehen? Jetzt mal unter uns. Weiß einer von euch, was das für Schuhe sind? Hat das einen Grund, weshalb da Schuhe auf dem Regal oben rechts stehen? So farbmäßig bisschen Need for Speed, ne? Ist das aber... Keine Ahnung, ich kenne mich mit Schuhen nicht aus. Schreibt mal in die Kommentare, wenn das irgendwie einen Grund hat, warum da Schuhe rechts oben stehen. Ich weiß es nicht. Location, in dem das Spiel spielen könnte. Und ich wäre natürlich persönlich der Annahme, jo, das Spiel wird dieses Jahr oder nicht so zeitnah released werden. Weil ich natürlich noch im Kopf habe, oder diesen typischen Triss im Kopf habe, wir haben diesen Rhythmus Forza Motorsport, Forza Horizon. Und Forza Horizon war der letzte Teil, jetzt müsste ein neues Forza Motorsport kommen. Aber wenn ich weiß, der neue Forza Motorsport-Teil, der keine Zahlen mehr hat offiziell, der braucht noch ein bisschen. Der ist noch in der frühen Entwicklung, wurde uns ja mittlerweile mitgeteilt, weil man sich da wirklich Zeit lassen möchte, wirklich einen sehr, sehr geilen Teil abzuliefern. Ich persönlich bin auch sehr großer Freund, dass Forza sich von diesem jährlichen Abwechslungsrhythmus verabschiedet hat, weil es den Spielen nur gut tut, indem man ihnen mehr Zeit lässt zur Entwicklung. Erstmal hat er absolut recht. Ich finde es auch viel wichtiger, dass wirklich neuer Content in ein Spiel kommt, dass man Zeit hat, das Spiel weiterzuentwickeln, als immer nur quasi dieselbe Leier mit einer anderen Welt zu liefern, weil irgendwann wird es langweilig, wenn da keine neuen Inhalte und keine neuen Ideen mehr in so ein Spiel einfließen. Aber der Grund, weshalb ja Forza Motorsport und Forza Horizon sich immer abgewechselt haben, war ja nicht durch Microsoft vorgegeben. Lange Zeit war Playground Games ja noch ein eigenständiges Studio, sondern Playground Games hatte sich ja immer die Forza Tech Engine geliehen oder quasi die Basis war immer die Forza Tech Engine gewesen von Forza Motorsport oder anders gesagt von Turn 10, dem Entwickler von Forza Motorsport. Das bedeutet, die aktuelle Forza Tech Engine, auf der ja schließlich beide Forza-Teile basieren, also die Physik Engine, die Grundlage, das war ja letztlich abhängig von Turn 10 und daher konnte Forza Horizon immer erst danach entwickelt werden, weil man als Playground Games Studio immer erst darauf gewartet hat, dass eben diese Engine fertig gewesen ist. Das ist aber jetzt übrigens schon längst der Fall. Das wurde auch von Chris Isaki, einem Mitarbeiter bei Forza, beziehungsweise bei Turn 10, schon letztes Jahr in einem Forza Monthly Stream gesagt. Ich glaube, im Juni oder Juli war das gewesen. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht letztes Jahr und da sagte er, was alles schon verändert wurde, dass man das auch schon studioweit getestet hat und seitdem hätte eigentlich Forza Horizon 5 ja schon auf der Forza Tech Engine entwickelt werden können, die ja für Forza Motorsport 8 gedacht ist. Der Grund, weshalb der aktuelle Forza Motorsport Teil noch nicht rausgekommen ist, liegt ja nicht darin begründet, weil die Forza Tech Engine nicht fertig sei, sondern vielmehr darin, dass eben das grundlegende Konzept des nächsten Forza Motorsport Teils noch gar nicht fertig zu sein scheint. Und auch neue Innovationen, neue krasse Features reinbringen, weil das war so ein bisschen die letzten Jahre das Problem, dass die Teile nicht mehr so viel krasse Innovationen hatten, weil einfach aufgrund des Zyklus nicht so viel reingepusht werden konnte, ohne dass das Spiel am Ende verpackte Scheiße werden sollte, weil ja, die Forza-Teile sind meist relativ gut gepolished und das braucht leider auch seine Zeit. Ja, natürlich war ich dementsprechend der Annahme, yo, Forza Motorsport wird vorher kommen und wir müssen dann halt jetzt ein bisschen länger auf Forza Horizon warten, weil bevor Motorsport nicht kommt, wird das nicht passieren. Das scheint aber jetzt anders. Weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Forza Horizon hat sich schon sehr, sehr gut weiterentwickelt. Also der vierte Teil hat unglaublich viele Features drin, viele Spielmodi, die vielleicht in Forza Horizon 3 noch undenkbar gewesen sein mögen, aber Playground Games hat sich schon sehr dran gesetzt, das Spiel immer weiter zu entwickeln. Für Forza Motorsport würde ich schon unterschreiben, also seit dem, sagen wir mal, fünften oder sechsten Teil hat sich Forza Motorsport kaum noch weiterentwickelt, immer nur so einen kleinen Schritt nach vorne und Forza Motorsport 7 war ja dann fast über die zwei Jahre mehr eine Baustelle als ein fertiges Spiel gewesen. Also da würde ich schon unterschreiben, dass zumindest Forza Motorsport eine dringende Auszeit gebraucht hat mal. Ich persönlich hätte es mich natürlich gefreut, wenn das jetzt so gekommen wäre, weil Motorsport basiert natürlich auf einer neuen Engine für das Spiel.
wo ich dann der Vermutung bin, das vorzuweisen, wenn es vorher kommt, diese Engine noch nicht nutzen wird. Oder sie haben es irgendwie hingekriegt, das schon umzusetzen, wäre natürlich brutal geil. Ich bin aber der Vermutung, dass das Forza Horizon 5 dann noch nicht auf dieser neuen Engine von Forza Motorsport basieren wird. Doch, das denke ich eben schon. Wie gesagt, Forza Tech Engine ist fertig. Es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb Playground Games nicht bereits längst mit dieser Engine arbeiten sollte. Wir warten mal ab, schauen wir mal, wie es läuft. Genau weiß ich es noch nicht. Ich habe auch eher die Vermutung, dass sie deswegen Forza Motorsport noch hingeschoben haben, weil Forza Motorsport dann eben nur noch für die Series-Version und den PC rauskommen wird und bei Forza 2005 vielleicht noch eben dieser Übergang von One zu Series X und S mitgenommen wird. Also das vielleicht auch. Guter Punkt, den er sagt. Und für jeden, der jetzt gerade sich auch zu Hause denkt, ja, soll ich vielleicht schon die neue Series kaufen, die X- oder die S-Version, dass ich halt irgendwie eine neue Generation habe. Ich würde erstmal abwarten, wenn es euch um Forza Horizon alleine geht. Forza Motorsport spricht ja mehr so eine Klientel an, die sowieso auf die neueste Technik scharf ist und auch eher auf rennstreckenbasiertes Rennen fokussiert ist, die simulationstypischerweise auch mehr Geld in die Hand nehmen, um ein realistisches Spielerlebnis zu bekommen. Forza Horizon spricht aber dagegen vielmehr auch die Casual Gamer, die Open World Racing Spieler an, die vielleicht nicht so sehr auf die teuerste Technik Wert legen oder auf, sage ich mal, die beste Technik. Und denen es dann eher darum geht, auch einfach das Spiel spielen zu können, unabhängig davon, ob das jetzt die beste grafische Qualität ist oder ob man jetzt das beste Equipment dafür hat. Das heißt, gerade bei so einem Open-World-Racer, der lebt ja davon, dass so viele Spieler wie möglich das Spiel eben spielen können, kommt es eben darauf an, dass eine möglichst große Bandbreite an potenziellen Eingabegeräten, ihr wisst, was ich meine, so PC, Xbox One, Xbox Series und so weiter eben da ist, dass man möglichst viele Spieler eben in die Open World bekommen kann. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass auch der nächste Horizon-Teil noch immer für die Xbox One rauskommen wird. Also wem es darum geht und der sagt, ja, ich will jetzt unbedingt vorbereitet sein, ich kaufe mir vielleicht deswegen jetzt schon mal eine neue Xbox Series, wartet erstmal ab und ich denke mal, auf der E3 werden wir schon mehr dazu herausbekommen, ob Forza Horizon 5 auch noch auf der One erscheinen wird. Ich denke nämlich schon, weil man eben versuchen wird, so viele Spieler wie möglich in die Open World zu bekommen. Eben natürlich mit Abstrichen. Noch eine One-Version des Spiels kommen könnte. Gut, bei Forza Horizon 2 gab es auch eine 360-Version, aber die lassen wir mal dringend außen vor, weil die war richtige Grütze. Also, wenn ihr das machen solltet mit Xbox. Da sind wir bei den Abstrichen. Also, das habe ich eben gemeint. Vielleicht ist es nämlich genauso, dass so grafische Abstriche gemacht werden müssen, die dann schon sehr deutlich das Spiel unterscheiden lassen zur aktuellen Series-Generation. Aber wem es nicht so sehr darauf ankommt, wer einfach Forza Horizon 5 spielen will und einfach Lust auf eine neue Welt hat und einfach das Erkunden, alles, was damit in Verbindung steht, würde ich erstmal abwarten und jetzt nicht aus der Voraussicht, dass eventuell irgendjemand gesagt hat, das kommt nur noch für die Series raus, jetzt schon mal eine Series besorgen, zumal das aktuell ja auch nicht gerade so leicht ist. One-Version, überlegt euch, was ihr da diesmal tut. Gut, auf jeden Fall. Gibt es Vermutungen, dass das Spiel vielleicht dieses Jahr schon releasen könnte? Und das aufgrund ihres freundlichen Partners von Hot Wheels. Wer nicht weiß, die haben ja schon in letzter Zeit sehr viele Partnerschaften gehabt mit dem DLC bei Forza Horizon 3 oder eben auch Carpex auch bei Forza Horizon 4 und haben eben eine innige Partnerschaft mit Hot Wheels. Und Hot Wheels bringt auch passend zu dem Spiel meistens kleine Fahrzeugmodelle raus mit eben der Livery von Forza Motorsport, Forza Horizon, dies, das und auch meist passend zum Spielrelease oder eben zu passend zu kleinen Updates in-game. Und jetzt sind ein paar Modelle geleakt worden von Hot Wheels. Oh, bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Ein GT3 S, ein... Was haben wir hier? Einen 997 GT3 RS. Okay, das ist natürlich jetzt nicht das brandaktuelle Modell. Weiß nicht, ist es nicht unbedingt die beste Werbung für Forza Horizon 5, wie ich finde. Aber gut, rechts oben sieht man es. 2 von 5, es gibt anscheinend 5 Automodelle. Eine A-Klasse sowie die Corvette. A-Klasse. 2019er Mercedes-Benz A-Klasse. Jo, ist das überhaupt ein AMG? Das sieht für mich. Also ich muss jetzt echt passen. Ich bin kein Super-Experte für die A-Klasse und weiß nicht, ob das jetzt überhaupt ein AMG-Modell ist. Auf jeden Fall auch ein 2019er Modell. Also jetzt auch, glaube ich, nicht mehr die ganz aktuelle A-Klasse. Schreibt mal unten in die Kommentare, was das für eine A-Klasse genau ist. Ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das ein AMG ist, aber auf jeden Fall, glaube ich, ist es nicht mehr das ganz aktuelle Modell. C7R, alle in wunderbar schwarz gehaucht. Und eine Corvette C7R, okay, auch das ist ja kein brandaktuelles Modell. Also, wenn wir uns mal zurück überlegen zu Forza Horizon 4 Zeiten zum Release, da war der McLaren Senna zum Beispiel als Coverfahrzeug auch von Hot Wheels rausgekommen. Also, das ist eine wirkliche Werbung für einen neuen Titel gewesen. Ich weiß nicht, ob man diese Fahrzeuge jetzt als Werbung für den nächsten Forza Horizon Teil ansehen könnte. Aber was ich jetzt gerade mal hier sehe, ist der Boden.
Das finde ich dann doch wieder interessant, denn schau dir mal auf diesen Wüstenboden, wie ich finde. Das ist ja nicht mehr so ganz strandmäßig, sondern schon eher so ein bisschen wüstenbodenmäßig. Das könnte schon eher so Richtung Mexiko zeigen, ne? Also, ohne jetzt mich zu sehr festlegen zu wollen, aber könnte ja so ein kleiner Hinweis sein. Mit pinker Force Horizon. 5 Autos soll es übrigens geben. Und die sind aber noch nicht offiziell auf dem Markt, weil, wie gesagt, wurden geleakt, sind offiziell noch nicht auf dem Markt und sollen dieses Jahr aber noch rauskommen. Und wann? Genau, dieses Jahr im September. Gut, er sagt halt, die kommen jetzt im September raus. Kann natürlich sein, dass das, weil es ein typisches Release-Zeitfenster ist, auch für einen neuen Forza Horizon-Teil. Wir haben aber jetzt nur 3 von insgesamt 5 von diesen Fahrzeugen gesehen. Also kann sein, dass da noch 2 Fahrzeuge dabei sind, die jetzt vielleicht auch so geheim sind, dass sie erst kurzfristig angekündigt werden von Hot Wheels, die vielleicht dann viel mehr Bezug haben zum nächsten Forza Horizon Cover. Und da können dann eventuell, könnte das schon ein Hinweis sein, dass 3 von diesen 5 Fahrzeugen eben auch eben im Rahmen des Neureleases von Forza Horizon 5 auf den Markt kommen und eben 2 davon dann noch mehr Bezug haben zum Cover, was dann schon ganz eindeutig sagt, das ist der nächste Forza Horizon Teil. Aber die 3, die wir jetzt gesehen haben, finde ich jetzt nicht unbedingt so ein Hinweis für den nächsten Forza Teil. Zumindest keine so tolle Werbung. Ist Release dieser 3 Fahrzeugmodelle angedacht. Und jetzt können wir dann meinen, ja, okay, vielleicht kommt einfach ein Update ins Spiel rum oder sie bringen sie einfach so raus zu Forza Horizon. Das ist aber meistens sehr unwahrscheinlich. So mitten im Spielzyklus, beziehungsweise eher am Ende des Spielzyklus von Forza Horizon 4, jetzt noch eine Partnerschaft mit gebrandeten Models rauszubringen, wäre ein sehr, sehr komischer Move. Wäre ein sehr komisches Timing vor allem, weil es marketingtechnisch nicht diesen Impact hätte. Hat er schon recht. Ist so ein bisschen komisch, ne? Also jetzt auf einmal neue Forza Horizon gebrandete Modelle auf dem Markt, so ohne Grund. Hat der Lukas schon, glaube ich, ganz, ganz richtig erkannt. Also kann schon ein Hinweis sein. Was man sich wünschen würde, allein verkaufstechnisch, würde natürlich zu Release viel mehr Impact bringen. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, in welchen Monaten sind die letzten Forza-Teile rausgekommen? Forza Horizon 4, September, Forza Horizon 3, September. Was irgendwie uns so ein bisschen vermogelt ist, es könnte vielleicht sein, dass Forza Horizon 5 vielleicht schon dieses... Wartet, ich glaube, Forza Horizon 4 kam erst Anfang Oktober raus. Ich glaube, nur die Ultimate Edition-Besitzer durften ein bisschen früher im September schon an den Start gehen, aber... Ich glaube, der offizielle Release war da im Oktober gewesen. Aber sei es drum, es passt auf jeden Fall so ungefähr zum Zeitfenster. Das ja im September rauskommt, was ich nicht vermutet hätte, bin ich ehrlich. Weil wie gesagt, ich hatte Vermutung, Forza muss man vorher kommen. Wir warten halt einfach noch länger auf Forza Horizon 4 jetzt. Forza Horizon 5 jetzt. Aber das kann anscheinend anders sein. Weil ich vermute nicht, dass wir im September noch ein krasses Forza Horizon 4 Update bekommen. Weil dafür ist Forza Horizon 4 jetzt einfach schon gut genug alt. Hat es gut mal viele Updates bekommen. Und ich denke mal, irgendwann erwarten die Leute auch neuen, frischen Content. Und natürlich muss auch irgendwann Content reinkommen, mit dem man wieder Kohle verdienen kann. Weil Forza momentan davon lebt, alles für Ome zu machen. Ich verstehe nicht, wie das Marketingmodell aufgeht, aber irgendwie verdienen... Also das Konzept funktioniert ja so. Forza bzw. Playground Games ist ja schon lange Teil jetzt von Xbox Game Studios oder zumindest seit, ich glaube, 2018 oder so, seit dem Release von Forza Horizon 5 und 4, Entschuldigung. Und seitdem ist ja auch dann nach und nach die Spielergemeinschaft erweitert worden, indem man halt eben erstmal den Game Pass rausgebracht hat mit Forza Horizon 4 im Angebot, also eigentlich alles, was die Xbox Game Studios präsentieren können, das ist automatisch auch immer im Game Pass dann mit drinne und damit hat man ja umgestellt auf ein Abo-Modell. Und dann hat man ja laufende Einnahmen gegenüber dem Einzelkauf. Also das heißt, nach einer gewissen Zeit rechnen sich ja diese laufenden Einnahmen, die die Xbox Game Studios erzielen können. Und man kann ja messen, welche Spiele letztlich die Spieler dann auch spielen. Also das weiß ja Xbox Game Studios über die Performance-Indikatoren. Man kann also schon sehen, wie viel Spielzeit verbringt ein Spieler in welchem Spiel. Und damit kann man natürlich auch sehen, welchen Anteil letztlich für so einen typischen Spielzeitraum Forza Horizon 4 einnimmt für so ein Abo-Modell. Also da wird natürlich anteilig auch messbar sein, welchen Beitrag des Umsatzes quasi statistisch gesehen auf Forza Horizon 4 zurückzuführen ist. Und jetzt muss man mal überlegen, gegenüber so einem Einzelkauf, wenn so ein Händler, so ein typischer Elektronikfachmarkt, so eine CD in den Laden bringt, dann kaufen die in der Regel für ungefähr 50% vom Verkaufspreis erstmal ein. Das heißt, wenn die 70 Euro kostet, so vielleicht für 30, 35 Euro wird die CD eingekauft. So, das heißt, das Studio selbst muss ja noch seine Produktionskosten, die Logistik, all den ganzen Kram davor erstmal abziehen, ja, was sich dann teilweise auf die Stückzahl runterbrechen lässt, teilweise sind es auch variable Kosten, sowas wie die einzelne CD, die halt eben gepresst werden muss und dann gebrannt und so weiter. Also unterm Strich verdient so ein Studio vielleicht an so einer CD, an so einem Verkauf vielleicht 20, 25 Euro vor Steuern. Irgendwas in dem Dreh jetzt einfach mal geschätzt. Und vergleichen wir das jetzt mal, wenn wir den Händler einfach direkt außen vor lassen und
so ein Abo-Modell halt dabei ist und der Spieler zahlt jeden Monat einfach 7 oder 6 Euro von mir aus nur, dann sind diese 25 Euro halt auf jeden Fall schon in 4 Monaten wieder reinverdient. Und dann bezahlt der Spieler aber eventuell dieses Abo-Modell über 2 oder 3 Jahre. Also zahlt er ja ein Vielfaches dessen, was man erzielen könnte mit dem Einzelverkauf von so einer CD. Und ich glaube, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, im Game Pass sind, glaube ich, auch niemals die Ultimate Edition drin, sondern ich glaube immer nur die Standard Edition. Das heißt, dann würde man ja nochmal zusätzlich verdienen an den DLCs. Also man hat quasi nur das Basisspiel und dafür verdient das Studio dann auch viel mehr, obwohl vielleicht nur verhältnismäßig wenige Spieler aktuell noch zum Abo-Modell greifen und mehr Spieler bisher Forza Horizon 4 noch klassisch gekauft haben. Auf jeden Fall, das rechnet sich definitiv mehr für die Xbox Game Studios, als eben ein einmal verkauft zu haben und dann nichts mehr einzunehmen. So gesehen, sehr, sehr schlau gemacht. Geld damit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, natürlich könnte es sein, dass eben ein neuer Teil im September released wird. Und das wäre natürlich, wie gesagt, sehr, sehr krasser Hammer. Plus, es wurde halt bisher so gut wie nichts rausgekommen. Also bisher haben sie nichts irgendwie geleakt, irgendwie oder irgendwas, dass man vermuten könnte, dass ein Forza Horizon 5 kommen könnte. Aber wie gesagt, dieses Leak von den Models eben zusammen mit dem Release-Datum dieser Model spricht sehr stark dafür, dass wir vielleicht im September einen neuen Teil erhalten könnten. Ich will daran jetzt noch nicht so viel festmachen. Also ja, das ist natürlich schon richtig, was er sagt. Ich stimme dem Lukas dazu, dass es schon irgendwie auffällig ist, aber nur allein deshalb jetzt ein Release festzumachen, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Man muss natürlich sagen, wir müssen erstmal abwarten, was Xbox oder Microsoft selber dazu sagt. Jetzt zeitnah, nächsten Monat ist ja die, ich glaube nächsten Monat müsste es sein, nächsten Monat ist ja die E3-Präsentation, also E3-Präsentation von Xbox und Bethesda. Die haben ja mittlerweile jetzt eine gemeinsame Präsentation bei ja, ein Unternehmen. Und da werden sie natürlich dann auch neu, ihren neuen Shit vorstellen, vor allem auch für die Series X und allem rund ran und was allem kommt. Und da werden wir, denke ich, dann auch erfahren, ob dieses Jahr ein Forza Horizon 5 kommt. Wenn es eins kommt, werden wir das auf jeden Fall auf der E3-Präsentation. Das denke ich auch. Playground Games ist auch schon bestätigter Teilnehmer, also warum sollten die nicht schon irgendwelche Hinweise geben zu Forza Horizon 5? Ob sie dann das Spiel wirklich präsentieren und sagen, das wird released in diesem Jahr, oder ob sie zumindest nur mal sagen, wir arbeiten daran und wir haben schon so ein Konzept, eins von beiden wird garantiert auf der E3 kommen. Präsentiert bekommen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, dieser Leak von den Hot Wheels Autos vermutet, lässt es schon stark vermuten, dass wir dieses Jahr ein Release des Spiels sehen könnten, weil andersweitig würde ich die Kooperation und den Release dieser Fahrzeugmodelle einfach nicht einordnen können, weil es, wie gesagt, es würde marketingtechnisch einfach keinen Sinn machen, die jetzt einfach so random nochmal rauszupfeffern mitten im Jahr, vor allem erst im September. Dann hätte man sie jetzt einfach releasen können, wenn es einem irrelevant wäre, wann das Ding kommt. Deswegen warten wir mal ab. Dann ist nämlich die Präsi nächsten Monat und dann werden wir mehr sehen, ob das mit dem Release dann stimmt. Wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wir haben jetzt sehr, sehr lange Pause gehabt bei Forza und ich glaube, man möchte jetzt nicht noch warten, bis Forza Motorsport kommt, dann nochmal ein 2-Jahres-Puffer haben, damit Forza Motorsport sich entwickelt, dann das Forza Horizon rausbringen. Das wäre eine riesige Lücke und da Forza Horizon so... Ja, das würde auch das Abo-Modell ein bisschen killen. Also ich glaube, dass Forza schon ein ziemliches Zugpferd ist für die Xbox Game Studios aktuell und wenn man da jetzt echt nochmal die Spieler auf so eine lange Wartebank setzt und 2 Jahre die Spieler warten lässt, bis nochmal ein Forza Horizon 5 rauskommt, dann werden so viele vom Abo-Modell auch abwandern, die jetzt derzeit das bezahlen. Und auch viele Spieler würden zukünftig keine Inhalte kaufen, weil auch echt viele gesagt haben mittlerweile, es muss was Neues her, ich habe Großbritannien satt gesehen. Und man kann es schon auch irgendwo verstehen, 3 Jahre ist natürlich für so einen Spieltitel auch schon relativ lang. Ein, sagen wir mal, bekanntes und beliebtes Franchise ist, würde es mich auch nicht wundern, wenn man das jetzt eben vorschiebt, weil Forza Horizon ist halt mittlerweile der größere Forza-Teil im Vergleich zum Motorsport. Er hat mit dem Rang abgelaufen und es wäre natürlich auch ein sehr guter Pushgrund für die Series X und S, wenn man jetzt nochmal einen richtigen Brecher für die neue Konsole rausbringt. Und jetzt natürlich die Frage, jo, wo könnte das neue Forza denn spielen? Was wäre dann die Möglichkeit, wo wir die Location haben? Natürlich alle sagen, ja, Japan. Da bin ich leider ehrlich, Japan sehe ich in den nächsten einigen Jahren in kommenden Spielen noch nicht, sei es Forza, sei es Need for Speed, weil das Problem ist, dass die meisten Leute eine viel zu hohe Erwartungshaltung haben, wie sie sich Japan vorstellen. Die meisten ja, aber das ist doch nicht der Grund, also weil Spieler eine hohe Erwartungshaltung, die haben doch immer eine hohe Erwartungshaltung. Also das ist doch nicht der Grund, weshalb dann ein Studio sagt, das machen wir jetzt nicht. Wenn jetzt angekündigt würde, die Vereinigten Staaten kommen, ja, dann ist auch die Erwartungshaltung gigantisch, wie das auszusehen hat. Aber es ist doch immer so, dass die eigene
Spielidee des Entwicklers damit einfließt und dass man letztlich akzeptieren muss, wie der Entwickler den Teil darstellt, den er darstellen möchte. Die ganzen USA lassen sich ja sowieso in dem Detailgrad den Forza-Anstrich nicht darstellen mit der Engine. Das haben wir ja auch bei Großbritannien gehabt, da wurde ja auch gesagt, die Mapgröße für Forza Horizon 4 auf der derzeitigen Forza-Tech-Engine hat ihr Limit eigentlich erreicht. Viel mehr kann man da auch gar nicht mehr machen. Und inwiefern jetzt die neue Forza-Tech-Engine mehr bietet, kann man schlecht sagen, aber grundsätzlich die Erwartungen sind ja immer groß und Japan ist ja sogar schon der Spieleentwickler-Favorit gewesen für Forza Horizon 4, bis man sich dann umentschieden hat und bei der Community auch ganz hoch im Rennen. Also, und dann gibt es noch diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr das Video von mir mal gesehen habt dazu, da gibt es einen Phrasenspruch, den man freischalten kann. Ich glaube, der einzige japanische Phrasenspruch zum Abschluss eines Spielmodus und der lautet, ich glaube, Domo Arigato, was so viel bedeutet wie vielen Dank und letztlich, ja. Warum kommt da so ein japanischer Phrasenspruch rein? Also vielleicht doch irgendwie so ein kleiner versteckter Hinweis auf Japan. Aber schauen wir mal, was der Lukas jetzt dazu zu sagen hat. Er sagt Japan auf gar keinen Fall. Konkrete Vorstellung, wie sie ein Japan in einem Videospiel haben wollen, wie es umgesetzt werden müsste. Und diese Erwartungshaltung zu erfüllen, ist hier unmöglich. Es ist fast unmöglich, momentan einfach mal kurz mit der Spielentwicklung diese ganzen Erwartungshaltungen, die Leute an ein Rennspiel in Japan hätten, zu erfüllen. Und beziehungsweise, sagen wir mal, so zu haben, dass wirklich alle zufrieden sind. Und da kann ich es mir dann verstehen, dass Entwickler sich sagen, jo, Japan ist zwar schön und gut, wir hätten Bock drauf, aber wir lassen das erstmal beiseite, weil wir können es halt, wenn es geil läuft, ey, super gut, aber es kann auch richtig hart verkackt werden. Du kannst einen richtigen Shitstorm bekommen, dass es nicht so ist, wie die Leute es sich vorgestellt haben. Ja, das kannst du genauso jetzt auch mit Mexiko haben. Mal angenommen, mega viele Leute würden sich auf Japan freuen und dann kommt raus, ja, es ist jetzt definitiv Mexiko, dann sind vielleicht von vornherein schon viele enttäuscht und haben keine Lust auf Forza Horizon 5. Also enttäuschen kannst du Spieler sowohl in der einen als auch in der anderen Hinsicht. Du könntest Japan schlecht entwickeln, du kannst Mexiko liefern und die Leute sind enttäuscht, weil Mexiko kommt statt Japan. Man wird nie alle zufriedenstellen können. Deswegen, Japan ist leider so ein heißes Eisen, leider, was leider die Fans sich selber kaputt gemacht haben. Aufgrund dessen, dass Leute halt so eine krasse Erwartungshaltung sich nach und nach aufgebaut haben, ist es, glaube ich, für Entwickler mittlerweile sehr, sehr schwierig, dieser Erwartungshaltung entgegenzukommen und mitzukommen. Aber ich verstehe sein Argument. Und, aber es gibt eine Vermutung, wo es dennoch spielen könnte, das Spiel. Und ich persönlich finde die Location sogar ganz cool, muss ich sagen. Also ich könnte es mir da sehr gut vorstellen, weil die Vermutung ist, es könnte Mexiko sein. Und ich könnte mir da location-technisch das Ganze wieder sehr nice vorstellen. Vor allem den Offroad-Abschnitt vom Spiel noch ein bisschen mehr ausbauen, allem drum und dran. Und Vermutungen gibt es nämlich aus Grund von zwei Gründen. Einerseits gab es ja eben den Trailer damals, wo die Series X vorgestellt worden ist. Da hat man ja kurz ein bisschen Grafik gezeigt, bla bla. Man hat FIFA gezeigt, also Fußballspiel, Halo 5. Und einen Königseck Regera, was glaube ich Regera, der durch die Wüste fährt. Und die ganzen Anspielungen im Trailer waren halt Anspielungen an Spiele, eben Halo, FIFA und allem drum und dran. Das war es ja jetzt mal außen vor gelassen in dem Trailer, aber an sich waren das als Anspielungen an Sachen für die kommende Series X in dem Moment noch. Und deswegen wird vermutet eben, weil dieser Regera da durch diese Wüste fährt, dass Mexiko gar nicht so weit hergeholt war. Wird der Regera, das könnte durchaus Forza Horizon sein, weil an was soll es sonst anspielen? Es gibt kein anderes großen Titel, außer jetzt ein Six Shrew, wo du mit einem Regera durch die Wüste böllern konntest. Und ich weiß nicht, ob das ein Hinweis ist. Ich habe das jetzt öfter schon gehört in den letzten Tagen, aber schaut mal, das Einzige, was man da sieht, ist halt so eine wüstenähnliche Landschaft und ja, da wachsen typischerweise Kakteen. Das könnte auch genauso in Arizona sein. Übrigens, so habe ich auch gestern erst in einem Kommentar nochmal geschrieben. Arizona hat zum Beispiel weltweit die größten Kakteen, also könnte auch genauso dafür sprechen und die haben so bestimmte Blüten zum Beispiel auch und die hat man eben ganz kurz auch gesehen, könnte auch eigentlich ein Hinweis auf die USA gewesen sein, also nur allein deshalb zu sagen, das muss Mexiko sein, es könnte Mexiko sein, muss aber nicht, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ich glaube nicht, dass Forza Xbox in deiner Xbox-Präsentation oder Ankündigung sich Schuh pusht, das wäre ein sehr komischer Move. Dementsprechend war da die Vermutung, jo, das könnte sein. Man hat es halt voll ignoriert, weil es einfach, ja, es war einfach, für einen war es einfach so ein Grafiktrailer. Aber eben, wie gesagt, durch jetzt immer mehr Gerüchte sich so vermittelt haben, ist die Vermutung, dass das eben schon eine Anspielung an den kommenden Forza Horizon Teil war. Und Hot Wheels hilft auch nicht unbedingt dieser Sache eine Anschuldigung, sagen wir mal, ein bisschen zurückzufahren, wenn man so liebevoll anfährt. Weil, ja, ihr habt ja die Modelcars gesehen, die Bilder, die stehen mitten in der Wüste. Dementsprechend ist halt auch so der Grund, warum, das habe ich da gar nicht erwähnt, aber warum die auch zu Forza Horizon 4 nicht passen würden. Forza Horizon 4 hat keine Wüste. Wir sind mitten in England, da ist nichts mit Wüste. Die Model Cars werden vollkommen out of place. So.
Aber wir brauchen noch ein Background-Image. Ja, wir sind in England, was machen wir denn? Wüste. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, Wüste, wir machen Wüste. Das macht gar keinen Sinn mit England, wir machen Wüste. Deswegen auch die Vermutung ist, ja, das könnte mit Mexiko gar nicht so weit hergeholt sein, wenn diese Fahrzeuge auf diesem Coverart eben in der Wüste stehen. Und dementsprechend wird es vermutet. Ich fände es eine sehr, sehr geile Abwechslung, eine coole neue Location, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie sie Mexiko umsetzen. Ich hoffe, mir illegale Straßen mit Polizei und Drogenkartell. Mal gucken, was da so rauskommt. Ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen. Aber wie gesagt, das ist so die Vermutung, dass es eben in Mexiko spielen könnte. Aufgrund eben dieser beiden Anteaserungen. Und das ist auch soweit alles, was wir wissen. Wie gesagt, nächsten Monat ist die E3-Präsentation von Xbox. Da werden wir dann mehr erfahren. Dann machen wir mal hier einen kleinen Cut. Lukas kommt ja jetzt auch so ein bisschen zum Ende. Für mich ist beides noch im Rennen. Sowohl Japan als auch Mexiko. Ich bin gespannt auf die E3. Ich glaube, man kann jetzt noch nicht ganz sicher sagen, ob es das eine oder das andere wird. Am Ende wird es was ganz anderes. Also es sind derzeit nur Gerüchte und dabei müssen wir es auch erstmal belassen. Japan ist schon lange ein Favorit gewesen. Mexiko wurde jetzt durch Insider ins Spiel gebracht. Die können richtig liegen, die können auch total daneben liegen. Letztlich gibt es auf jeden Fall Argumente für sowohl als auch. Und ich denke mal, an der Stelle ist auch dieser Leak mit den Hot Wheels Autos, der mir persönlich jetzt auch neu war gerade. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht schon mal vorher gesehen habt oder so, aber das ist zumindest für mich jetzt auch kein eindeutiger Grund, um zu sagen, ja, das wird definitiv Mexiko. Also auch das kann völlig aus, so out of place, das kann wirklich völlig aus dem Zusammenhang gerissen sein. Und wie gesagt, das ist auch nur ein Leak. Am Ende ist es vielleicht noch bearbeitet worden oder sowas. Ja, wer war, ich kenne jetzt die Quelle nicht dahinter. Und dann gibt es die Hot Wheels Autos nicht oder der Hintergrund von Hot Wheels Autos wurde bestimmt so manipuliert. Was weiß ich, am Ende muss das alles dafür gar nicht sprechen. Auf jeden Fall, was der Lukas eben nochmal zum Schluss gesagt hat, die E3, die ist spannend, weil da werden wir auf jeden Fall Infos bekommen. Und da bin ich gespannt, ob wir dann auch das Spiel wirklich angekündigt bekommen für dieses Jahr oder ob wir nur schon mal Infos bekommen, wie weit die Entwicklung eigentlich aussieht und dass man eventuell zumindest so ein bisschen die Gerüchte ausräumen möchte, wie es denn jetzt mit der Location aussieht. Sind wir gespannt, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank an Lukas für diesen spannenden Content, ein tolles Video. Lasst dem Lukas auf jeden Fall bitte auch mal ein Like da, sonst gäbe es schließlich auch dieses Video hier nicht. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag beim Zocken. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.